Im Briloner Stadtmuseum sind 5000 Bände aus der alten Klosterbibliothek der Minoriten untergebracht. Teils 500 Jahre alt, handelt es sich bei den Büchern um einen wahren Schatz für die Region. Texte über Politik, Theologie, Naturwissenschaften und Geschichte sind genauso vertreten wie Abhandlungen über Philosophie und Literatur. Mitunter entdeckt man zwischen den Buchdeckeln Überraschendes. Beispielsweise Traktate über die Geschichte der europäischen Königreiche, in denen Fürsten, Könige und Päpste gegen Drachen kämpften oder andere Wunder vollbrachten. Was die Zeitzeugen damals glaubten, klingt heute für uns unvorstellbar. Besonders interessant sind Bücher über die Region Brilon selbst. Eine Verfassungssammlung des Landesherrn Maximilian Friedrich zu Köln listet die Gebühren für Henkerdienste auf. Auch Wald- und Hüttenordnungen für die letzten 500 Jahre sind nachzulesen. In den Regalen hat sich gar ein Schnaderezess aus dem Jahr 1669 erhalten. Bei dieser Grenzbegehung ziehen die Briloner Bürger noch heute jedes zweite Jahr aus, um die Grenzen ihrer Stadt zu überprüfen. Heute wird die historische Bibliothek für die Forschung genutzt. Neue Erkenntnisse können aus dem umfangreichen Quellenfundus erschlossen werden. Auch für studentische Projekte und Schülerworkshops stehen die teils sehr wertvollen Bücher zur Verfügung. Damit besitzt das Museum Haus Hövener einen seltenen Buchschatz aus der frühen Neuzeit.